I could always use more pretty glass arrows, my friend. Ich arbeite mit Silber, genau wie mein Vater und sein Vater. Es tut mir leid, wenn ich euch in Markarts Probleme hineinziehe, aber nach diesem Angriff auf den Markt wird mir die Zeit knapp. Ihr kommt von außerhalb, ihr seht gefährlich aus, das wird genügen. Ihr wollt Antworten? Die will ich auch. Die will jeder hier in der Stadt. Ein Mann läuft auf dem Markt Amok. Jeder weiß, dass er ein Agent der Abgeschworenen ist. Die Wachen tun nichts. Nichts, außer die Schweinerei hinterher zu beseitigen. Das geht schon seit Jahren so. Und ich habe nur Mord und Blut finden können. Ich brauche Hilfe. Bitte. Ihr findet heraus, warum diese Frau angegriffen wurde, wer hinter Weilen und den Abgeschworenen steckt. Und ich bezahle euch für alle Informationen, die ihr mir bringt. Sie kommt nicht aus Markarth. Alles an ihr schrie förmlich Fremde. Besucher der Stadt übernachten für gewöhnlich im Gasthaus Silberblut. Er gehörte zu den Hüttenarbeitern. Ich habe auch einmal dort gearbeitet und Silberbarren gegossen. Ich habe nie viel über Weilen gewusst, nur, dass er wie alle anderen Arbeiter in der Wohnkaserne lebt. Sie sind das, was von den alten Herrschern von Markarth noch übrig geblieben ist. Einwohner von Reach, Anhänger der alten Tradition. Die Nord haben sie aus der Stadt vertrieben. Ulfric Sturmmantel und seine Leute. Das war vor etwa 20 Jahren. Aber sie sind immer noch da. Und sie töten Leute. Ja. Es begann, als ich noch ein Junge war. Meinem Vater gehörte eine der Minen. Das ist selten für einen Nicht-Nord. Er wurde getötet. Die Wächter sagten, es sei ein Verrückter gewesen, aber alle wussten, dass der Mörder einer der Abgeschworenen war. Seither versuche ich herauszufinden, warum. Bislang erfolglos. Und dann habe ich geheiratet. Jetzt ist unser erstes Kind unterwegs. Ich habe geschworen, dass ich um meines Kindes willen einfach aufgeben würde. Aber es ist, als würde mich der Geist meines Vaters heimsuchen. Als fragte er mich, warum. Haltet Augen und Ohren offen. Die Stadt hat Augen. Seid vorsichtig da draußen. Der schönste Schmuck in ganz Markarth. The water and the stone, you Markarth. Kann ich euch helfen? Die Wohnkaserne ist nichts für euch, glaubt mir. Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute wie euch. Was wollt ihr? Ich kann euch das ein oder andere zeigen, aber wenn jemand fragt, habt ihr das nicht von mir verstanden? Oh ja, ich kenne jeden, der in der Wohnkaserne übernachtet. Man könnte sagen, ich bin hier für die Schlüssel verantwortlich. Ich schätze, jemand anderes wird sich nun sein Zimmer nehmen.
Tut mir leid, aber ihr habt hier nichts verloren. Vertrauen findet man hier ziemlich selten, aber nun gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr wollt nicht hier sein. Das will niemand. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leidet. Die Wohnkaserne ist nichts für euch, glaubt mir. Ihr steckt eure Nase in Dinge, die euch nichts angehen. Es wird Zeit für eine Lektion. Jemand, dem eure Fragen nicht gefallen? Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh. So gut wie tot. Ja. Wehrt euch denn das Kämpfen? Auch mit den Fäusten. Werft den Schneebogen. Ja. Ihr bekommt eine Abtreibung. Das war schon alles. Werft den Schneebogen zu Boden. Das war schon. Wer habt ihr nicht drauf? Ich werde euch wie einen Insekten zerquetschen. So sterbt schon. Wollt ihr nur so dastehen? Wehrt euch. Verdammt. Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Mehr habt ihr nicht. Ihr schäbiges Stück Arena-Futter! Nepos, die Nase hat mich geschickt. Der alte Mann gibt die Befehle. Ich sollte sicherstellen, dass sie nicht im Weg steht. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Sie mögen nicht, wenn wir uns während der Arbeit unterhalten.
Entschuldigung, aber was wollt ihr hier? Wir haben nicht mit euch gerechnet und der alte Mann braucht seine Ruhe. Kommt ein andermal wieder. Wartet. Es ist in Ordnung, meine Liebe. Schickt ihn herein. Ja, Nepos. Ihr habt ihn gehört. Tretet ein. Ich entschuldige mich für meine Haushälterin. Sie meint immer, mich beschützen zu müssen. Nun, was wollt ihr? Ah ja, ihr habt euch als echter Bluthund erwiesen. Schließlich habt ihr mich aufgespürt. Ich spiele dieses Spiel schon seit 20 Jahren. Schicke die Jungen in den Tod. Alles im Namen der Abgeschworenen. Und ich bin dessen müde. So müde. Weil mein König es mir befohlen hat. Madanach. Als der Aufstand durch die Nord niedergeschlagen wurde, warfen sie ihn in die Minen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er lebt noch. Ich bekomme seine Nachrichten und gebe seine Befehle, ohne zu fragen, weiter. Er ist der Lumpenkönig, ein Mann, der einst ganz Reach im Griff hatte. Er schürt die Leidenschaften der Unterdrückten in dieser Stadt, weist sie an, die Feinde der Abgeschworenen in unserem Namen zu töten. Alles aus dem Inneren der Sidna-Mine, einem Nordgefängnis. Welche Ironie, nicht wahr? Mein lieber Junge, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr hier lebend herauskommt? Eure Ankunft ist beobachtet worden. Das Mädchen an der Tür ist eine Agentin der Abgeschworenen, verkleidet als Dienstmagd. Vor euch sind schon andere so weit gekommen. Und nach euch werden wieder andere so weit kommen. Markart und Reach gehören uns. Darum sind wir die Abgeschworenen. Wir können keinen Anspruch auf eine Heimat erheben, die uns gehört. Aber dann, während ihres Krieges gegen die Elfen, kam unser großer Moment. Wir vertrieben die Nord mit einem gewaltigen Aufstand aus Reach. Dann kamen Ulfric und seine Männer. Wer von uns nicht floh, wurde exekutiert. Außer mir selbst, meinem König und eine Handvoll anderer. Es tut mir leid, aber... Oh. Das kommt nicht in Frage. Ihr gewinnt! Ich ergebe mich! Genug! Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Es kommen keine Lieferungen rein. Ihr seid ein Kämpfer, wie wär's mit einer kleinen Wette? Oh ja, hübsches kleines Ding. Hatte hier ein Zimmer, glaube ich.
Fragt den Wirt. Gemischt waren Arnleif und Söhne. Ich bin ein Träger. Meine Aufgabe ist es, schwere Pakete zu transportieren. Aber zurzeit kommen keine Lieferungen rein. Die Abgeschworenen greifen jede Karawane an. Also hocke ich hier rum und trinke. Habt ihr Bier oder Met? Ich glaube, ich hole mir noch was zu trinken. Das ist das Gasthaus Silberblut. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wem es gehört. Ach ja, sie hat unser schönstes Zimmer einen ganzen Monat lang gemietet. Wir sollten sie lieber alle vergessen. In Markarth bringt es Pech, über die Toten zu reden. Natürlich, aber ich kann ihn nicht einfach herausgeben. Privatsphäre. Ihr scheint ein ehrlicher Mensch zu sein. Hier, bitte. Degain, der Bettler, ist selbst schuld, dass er aus dem Tempel von Dibella geworfen wurde. Er hat einen ganz schönen Krawall veranstaltet. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Denkt daran, in Markarth ist Met billiger als Blut. Ihr. Ich habe beobachtet, wie ihr herumgeschnüffelt und Fragen gestellt habt. Verschwindet. Ihr wollt lieber nicht herausfinden, was wir hier mit Störenfrieden anstellen. Aber ihr seid auf der Suche danach. Das ist fast genauso schlimm. Dies ist unsere letzte Warnung, Fremdling. Nur wir sorgen hier für Frieden. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein. Jedes Stück ein Meisterwerk rotwardonischer Handwerkskunst. Wir müssen etwas wegen dieser Vampirangriffe unternehmen.
Sagt der alten Oma einfach, wenn ihr etwas braucht. In Ordnung, Schätzchen. Was wollt ihr hier? Ich sagte Ihnen doch, keine Besucher. Was habt ihr denn erwartet? Dass niemand bemerkt, dass ihr euch in Dinge einmischt, die euch nichts angehen? Die Wachen wissen, wer in dieser Stadt die finanzielle Kontrolle hat, und ich mag keine Schnüffler. Markart ist meine Stadt. Ihr habt nicht das Recht, eure Nase in meine Angelegenheiten zu stecken. Also verschwindet! Für die Abgeschworenen! Ich... Was? Bei den Göttern, Betrit! Meine Frau, sie haben sie umgebracht. Verfluchter Mardanach. Verflucht sei sein abgeschworenes Hinterteil. Na schön. Ihr wollt wissen, was die Abgeschworenen wirklich sind? Sie sind meine Marionetten. Ich lasse ihren König in der Sidna-Mine verrotten. Er sollte sie eigentlich unter Kontrolle halten. Nachdem ihr Aufstand niedergeschlagen war, ließ ich Mardanach zu mir bringen. Er war ein wildes Tier, aber ein nützliches. Ich bot ihm an, ihn vor der Hinrichtung zu bewahren, wenn er mit seinem Einfluss Probleme aus der Welt räumen würde. Konkurrenten, Agenten, Dummköpfe. Also erlaubte ich ihm seine kleine abgeschworenen Rebellion in der Sidna-Mine. Nun ist er außer Kontrolle. Ihr habt doch bereits, was ihr wolltet, verdammter Hund. Das ist alles eure Schuld. Ihr und Mardanach seid Tiere. Und zur Strafe werdet ihr beide in der Sidna-Mine verrotten. Jetzt verschwindet aus meinem Haus. I am in your way. I am sorry. Ich werde eines Tages ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Wir hatten euch gewarnt, aber ihr musstet ja losziehen und Ärger machen. Jetzt müssen wir euch all diese aktuellen Mordfälle anlasten. Zeugen zum Schweigen bringen. Jede Menge Arbeit. Wir haben ein paar nette Abkommen in dieser Stadt. Und wir werden es nicht zulassen, dass ihr uns in die Quere kommt. Habt ihr ein Problem damit? Dann sprecht mit Mardanach. Der Lumpenkönig und seine Abgeschworenen würden euch sicher gerne kennenlernen. Und jetzt kommt ihr mit uns. Euch steht eine lebenslange Haft bevor, in der Sidna-Mine. Ihr werdet Markart nie mehr verlassen. We have company.
Keine Bewegung. Ihr seid wegen Mordes und Verschwörung gegen die Stadt Markart verhaftet. Keine Chance. Nicht dafür. Ihr werdet den Rest eures Lebens in der Sidna-Mine verbringen. Ihr werdet das Sonnenlicht... In Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sidna-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Verstanden? Los, nicht vorlaut werden. Ich habe hier das Sagen. Wenn ihr so weitermacht, lasse ich euch die Zehen abschneiden. In Ordnung, macht sie auf. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Gewalttätig, was? Behaltet das lieber für euch, Neuling. Andere könnten das als Herausforderung ansehen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich fürchte, mit Mardanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Mardanachs Wache. Groß, selbst für einen Ork. Angeblich hat er einem Mann den Arm abgerissen und ihn damit zu Tode geprügelt. Eine wirklich altmodische Methode. Ein kleines Messer, leicht zu verstecken. Klar, man könnte jemanden auch mit der Spitzhacke angreifen, aber so etwas bekommen die Leute meist mit. Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Wie ich höre, hat Griswar noch eins übrig. Wenn ihr ihn dazu bringen könnt, sich davon zu trennen? Ein adliger Nord, dem ich gedient hatte, wurde eines Nachts erstochen. Ich war es nicht, aber ich wusste, dass man mir die Schuld dafür geben würde. Also bin ich weggelaufen, habe mich den Abgeschworenen angeschlossen, habe getötet, wurde gefangen. Jetzt bin ich hier. Flaschen mit Mondzucker. Khajiit benutzen es als Muntermacher. Gut, um sich die Zeit zu vertreiben. Gefangene schmuggeln es rein. Die einzige Währung hier unten. Weil das Leben auf die alte Art besser war. Keine Nords und ihre Gesetze. Eines Tages werden die Abgeschworenen die Mauern von Markart mit Blut färben. Sie kommen einmal die Woche, um die Toten rauszuholen, sich das von uns abgebaute Erz zu schnappen und Störenfrieden eine Abreibung zu verpassen. Das ist auch der einzige Tag, an dem wir etwas zu essen bekommen. Und wenn wir nicht genug Erz abgebaut haben, gibt es gar nichts. Also gut. Das Frischfleisch, so weich und zart. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Mord, Banditentum, Überfall, Diebstahl und Trödelei. Die Bewohner der Festung bleiben unter sich. Himmelsrand war nicht immer gut zu den Orks. Damit ein Fremder wie ihr akzeptiert wird, müsst ihr von einem Ork zum Blutsverwandten ernannt werden.
Das müsste wiederum den Häuptling mitgeteilt werden. Solch ein Vertrauensbeweis hat seinen Preis. Die Wachen brachten mich vor ungefähr 12 Jahren hierher. War damals der Anführer einer feinen Diebesbande. Aber diese Abgeschworenen, sie sind nicht wie die Männer, die ich zusammengebracht hatte. Sie sind echte Mörder. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss. Na schön. Ihr könnt rein. Stellt dort aber nichts. Mardanach weiß mehr, als ihr glaubt. Kämpft wacker. Ah, seht euch nur an. Die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Eure Freiheit, ja. Aber selbst wenn ihr aus der Sidna-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel der Nord im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markart von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Ich hatte Markart bereits. Meine Männer und ich hatten die Nord vertrieben. Der Sieg war unser. Das dachten wir jedenfalls. Die Vergeltung folgte auf dem Fuße. Ich wurde gefangen genommen, rasch vor Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Aber meine Hinrichtung fand nie statt. Tona Silberblut hielt sie auf. Er wollte die Abgeschworenen unter seinem Befehl haben, wollte, dass ich ihre Wut gegen seine Feinde lenke und seine Verbündeten verschone. Und das habe ich getan. Das war zuerst demütigend, aber ich wusste, dass er schließlich in seiner Wachsamkeit nachlassen würde. Dass er darauf vertrauen würde, mich unter Kontrolle zu haben. Das war unser Land. Wir waren zuerst hier. Dann kamen die Nord und legten uns in Ketten, verboten uns, unsere Götter zu verehren. Einige von uns weigerten sich, sich zu beugen. Wir wussten, dass uns die alten Wege wieder zu unserem eigenen Königreich führen konnten. Das sind wir, die Abgeschworenen, Verbrecher im eigenen Land. Und wir werden in Reach ein Blutvergießen anrichten, bis wir frei sind. Denkt daran, es waren die Nord, die euch eingesperrt haben. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Greift in meiner Gegenwart nicht nach einer... Was wollt ihr? Ich muss weiter graben. Meine Geschichte? Jeder in der Sidna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Was gibt ihnen das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet, vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht.
Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen, das reichte schon. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Lange genug. Ich bin nicht Madanach. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Aber jede Familie in Reach hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen wie ich. In diesem Kampf gibt es keine harmlosen Zuschauer. Nur Schuldige und Tote. Erinnert ihr euch noch an die Sonne? Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören, wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie, jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Habt ihr Griswar, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Unsere Rache wird kommen. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier ein... Ach, ihr wollt euch schützen. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Na schön, aber wenn ihr es euch anders überlegt, es ist ja nicht so, als müssten wir irgendwo hin. Was? Nein! Bringt mich nicht um! Bitte! Herr Schuck! Wohl weggelaufen. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheil zurückgelassen. Ihr gehört endlich zu uns. Kommt mit mir. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich euch und euren neuen Brüdern meine Pläne verkünde. Was ist los, Madanach? Ihr würdet den alten Griswar nicht töten lassen, wenn ihr ihn noch brauchen könntet. Meine Brüder, wir sind lange genug hier gewesen. Es ist Zeit, die Sidna-Mine zu verlassen und unseren Kampf gegen die Nord fortzusetzen. Auf der anderen Seite dieses Tores, direkt neben meinen Wohnräumen, ist ein Tunnel. Ein Tunnel, der direkt durch die alten Zwergenruinen von Markarth in die Stadt führt. Nun, was sagt ihr, meine Brüder? Reach gehört den Abgeschworenen! Ich sage, ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. Gehen wir. In den Tunnel! Los!